geht ab, wir feiern die ganze Nacht. Yo, wir sind die Jubelparade. Wir feiern 150 Jahre deutsche Sozialdemokratie. Deswegen ziehen wir jetzt zum Deutschlandfest, um uns so geile Künstler wie Roland Swag Kaiser und Angela Gangster Rap Merkel reinzuziehen. Und wir sind hier aus Protest gegen die Berliner Jusos. Die machen nämlich beim Deutschlandfest der SPD nicht mit, weil sie der Meinung sind, Nationalismus und Rassismus ist voll doof und ewig gestrig. Doch voll doof und ewig gestrig sind die Berliner Jusos. Wir sind ein hippes, ein junges, modernes Netzwerk aus Sozialdemokraten. Wir haben uns bei Facebook getroffen und wir haben gedacht, 150 Jahre SPD, da braucht es doch eine fresche Techno-Parade. Denn für nichts steht Berlin mehr als für fresche Techno-Paraden. Deswegen feiern wir 150 Jahre SPD. Das heißt, 150 Jahre die Bereitschaft in den Arsch jedes Herrschenden hineinzukriechen. Das heißt, 150 Jahre Krieg gegen andere Länder, 150 Jahre Ermordung von linken Abweichern, 150 Jahre Kriegskredite gegen Russland, 150 Jahre zusammen mit den rechtsextremen Freikorps Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht erworben, um so eine Kriegsentwicklung zu verändern. SPD, das heißt Notstandsgesetze, das heißt Unterstützung des Vietnamkrieges. 4 Millionen Vietnamesen, die mit unserer Hilfe zum Nachteil verbracht wurden. Es hat einen Applaus mehr. SPD heißt die Abschaffung des Asylrechts 1993. SPD heißt Kernkraftwerke bauen. SPD, das heißt so sympathische Stars wie Tilo Sarrazin. Um der SPD zu zeigen, dass wir als deutsche Patrioten stolz auf unsere Sozialdemokratie sind. Denn sie wurde gerade von rechts, gerade von den Kollegen der CDU, wurde der SPD so oft Vaterlandsverrat vorgeworfen. In Wirklichkeit waren es wir, die sich jederzeit für Deutschland gerade gemacht haben und auch mal die Finger im Blut gebadet haben für die Zukunft unseres Landes. SPD, das heißt Niedriglohn, das heißt Zerschlagung der sozialen Sicherheitssysteme mit Agenda 2010. Das heißt Deutschland wieder kriegsfähig machen, um die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg endgültig über Bord zu werfen. Es gibt keine Schweinerei in diesem Land, von 33 bis 45 mal abgesehen, an der die SPD nicht beteiligt war. In diesem Sinne, SPD, Demokratie, Menschenrechte abschaffen, Grundrechte abschaffen, soziale Hängematten abschaffen. Abgeschafft, sondern erhalten. Grundrechte abschaffen. Friedenspolitik abschaffen. Mietpreisbindungen abschaffen. Hier regiert die SPD. Hier regiert die SPD. Hier regiert die SPD. Arbeit für alle und zwar umsonst. Arbeit für alle und zwar sozialdemokratische Innenpolitik, lang leben Abschiebungen, lang leben Kriegseinsätze, lang lebe 150 Jahre im Dickdarm des deutschen Kapitals gegen die Arbeiterinteressen. Und wir bedanken uns bei Gustav Noske, dem größten Sozialdemokraten aller Zeiten, dass er Rosa Luxemburg, diese linke Schlampe, und Karl Liebknecht, diesen asozialen, unrasierten Sack, ermordet haben, um Deutschland eine linke,
sozialistische Zukunft zu ersparen. Nieder mit den Rechten der Arbeitnehmer. Nieder mit den Rechten der Mieterin. Nieder mit den Rechten der Flüchtlinge. Lang lebe das deutsche Kapital in treuer Ehe mit der deutschen Sozialdemokratie. Wir haben seit den Zeiten von Bismarck noch jede Arbeiterinteresse verraten. SPD für grenzenlose Ausbeutung und Roland Kaiser.